Hey Leute, meine Lieben, willkommen zu einer weiteren Folge von Loons Tower Defense 6 und heute mit der zweiten Folge vom Format Affenkrampf. Nicht das Format Affenkampf, wo wir geguckt haben, welcher Affe am stärksten ist, sondern das Format Affenkrampf, wo wir gucken, welcher Affe am schwächsten ist. Die erste Folge war kontrovers, denn ein Affe hat mit einem Unterschied von, ich glaube, 100 gewonnen, die erste Folge. Und deswegen habe ich mich dazu entschieden, auch in Zusammenarbeit mit den Kommentaren, dass beide Affen weiterkommen. Und heute springen wir mal zu den Militäraffen. Das heißt, ich werde jetzt alle Affen platzieren. Ihr kennt es bestimmt schon. Und dann gucken wir einfach mal, ja, okay, wer von den Affen ist eigentlich der Schwächste? Wer macht da am wenigsten Schaden? Aber wir werden natürlich auf Stufe 5 durchskillen. Also die werden durchgeskillt werden. Wir müssen halt nur rausfinden, okay, wer ist der Schwächste von denen? Problem dabei, der Mörseraffe ist, glaube ich, der in der Mitte am schwächsten. Und ich hasse die Skillung Artilleriegeschütze, weil die ist einfach für die Augen so unangenehm. Deswegen werde ich den, da müssen wir uns was überlegen, aber richtig unangenehm. Haben wir alles vorbereitet und springen wir mal in eine Runde. Wir machen das einfach auf einer Map, die stabil ist. Kubismus. Ich weiß, es ist langweilig, jedes Video dazu, Kubismus. Aber es ist einfach die beste Map. Das ist eine lange Strecke, da gibt es Wasser. Ich kann ja quasi alles platzieren. Okay, machen wir mal alle Militäraffen. Okay, jetzt haben wir alle draußen. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Cool, jetzt machen wir noch Benjamin für ein bisschen mehr Geld. Jetzt, ich habe es komplett übertrieben, merke ich gerade. Jetzt machen wir noch das. Machen noch das. Und jetzt geht es nur darum, Geld zu machen und voranzukommen und dann zu gucken, okay, wer ist der Schwächste? Die Regel bei diesem Format war, die Affen müssen mindestens, ich hatte gesagt, 1000 Schaden machen. Aber ich fände 10.000 ehrlich gesagt passender, die müssen mindestens 10.000 Schaden machen. Werden aber hier alle schaffen, weil muss man ganz ehrlich sagen, in der ersten Folge Primäraffen ist ein bisschen unfair, weil... Oh, ich mach die mal fest verankert. Ist ein bisschen unfair, weil da muss man einfach dazu sagen, die sind sehr wack. So, der Klebstoffaffe ist, was den Schaden angeht, sehr schwach. Der Eisaffe genauso. Ist dann einfach unfair. Aber hier haben wir jetzt wirklich Affen, die sind alle im Grunde solide, die können alle okay Schaden machen. Und da müssen wir echt gucken, wer der Schwächste ist. Ich weiß es nicht. Ist wirklich eine der ersten Folgen, wo ich sage, ja, okay, habe ich keine Ahnung. Vielleicht auch das U-Boot ist es sau schwer. Also es gibt auf jeden Fall mehrere Kandidaten. Ich würde sagen, Affenflieger hat Chancen, U-Boot hat Chancen. Er generiert Geld, vielleicht ist es dann hochwertiger dadurch, hat auch Chancen. Sniper wird gut dabei sein, Heli wird gut dabei sein. Wobei, ich musste ja so skillen, dass ich nicht... Was war am schwächsten beim Heli? Nee, Quatsch, die Mitte ist am schwächsten. Ja gut, dann skill ich wahrscheinlich Mitte. Aber dann nicht obere Skillung mit Verfolgung, sondern schnellere Pfeile, ne? Das macht ihn ja schwächer. Ja gut, dann mache ich ihn auch noch ein bisschen weiter nach vorne von mir aus so. Wir müssen natürlich auch alle verbessern, aber das ist wirklich eine schwere Runde. Weil das sind halt alle starke Affen und von starken Affen zu gucken, wer da am schwächsten ist, ist immer eine knifflige Sache. Meine Vermutung jetzt aus dem Bauch raus ist auf jeden Fall... Ah. Letzter Platz. Vorletzter Platz. Dann kommt der Mörser, dann kommt er, dann kommt der Sniper und dann kommt der Heli. Ich glaube, der Heli ist so gesehen am stärksten, dann ist... Müssen wir uns rantasten. Wie gesagt, ist nur eine Vermutung, kann natürlich auch falsch sein. Wir machen das mal so. Und dann sind die auch schon stark genug, um Tarmelons zu killen. Da kommt gleich das Affendorf hinzu. Ich muss, glaube ich, zwei Affendörfer machen, weil es einfach so viele Affen sind. Und der ist ja aber auch schon voll. Es geht jetzt ja... Ruckzuck geht das! Ja, das ist so, okay. Das so, ich weiß nicht, was da schwächer ist. Wahrscheinlich mit der Genauigkeit, ne? Ja, okay. Ich muss ja das schwächste skillen im Grunde. Hotshot und Traumagel wäre stark. Deswegen gebe ich denen das. Der soll die schwächste Skillung kriegen, die möglich ist. Da oben ist eigentlich das Unterste dazu gut. Deswegen kriegt der das dazu, was einfach Müll ist. So, das ist gut. Und wahrscheinlich ist dann Kombination dazu... Das ist schwer. Ist, glaube ich, beides Rotz. Ist, glaube ich, beides nicht so gut. Ich glaube aber, das obere... Ich bin mir da unsicher, ich mache mal das obere, aber da bin ich mir unsicher, was besser ist. Schlechter ist. So, da habe ich schon geskillt. Ist, glaube ich, auch das Richtige. Da habe ich auch schon geskillt. Ja, okay. Haben wir Stufe 1 schon mal überall. Da heben wir nochmal ab. Dann machen wir mal so und so. Müssen wir mal doppelt machen. Da. Okay, das Geld kommt jetzt relativ schnell. Es kommt im Grunde alles relativ schnell. Wir machen das mal so. Wir machen das mal so. Gut, ihr könnt alle Tarmelons angreifen, ist einfach nett, das so direkt mitzunehmen. Zwei zumindest überall und in Runde 39 wäre ich jetzt gerne Stufe 3 überall. So, machen wir mal zweimal. Das ist so eine beschissene Skillung. Egal, wir ziehen durch. Stufe 2, Stufe 2, Stufe 2, Stufe 2, Stufe 2, Stufe 2. Die sind so kacke, wie wir die skillen. Die sind so Rotz. Solche Rotzaffen. Egal, nächste Stufe 3 wird kosten 1900, 400, 27, 45. Wobei, nee, gar nicht. 2,5,
700 und 700. Also übersetzt können wir uns eigentlich schon leisten. Ich mache aber kurz nochmal Marktplatz. Gut, dann hauen wir jetzt nach der Runde Stufe 3 raus. Und dann haben wir, glaube ich, genug Zeit, um ein bisschen zu warten. Dann mache ich in Runde 60 Stufe 4. Und dann in Runde 80 Stufe 5. Oder noch ein bisschen früher, weil die halt schlecht sind. Handelsschiff. Der kann jetzt Geld generieren. Abtauchen. Der kann jetzt Tarnballons aufdecken. Hey, krasse Fähigkeit. Abprallgeschoss. Die Schüsse prallen jetzt ab. Hey, krasse Fähigkeit. Fallwind. Der kann jetzt Ballons zurücksteuern. Wirklich eine krasse Fähigkeit. Bombenwerfer. Das heißt, wie soll er denn fliegen? Was macht am meisten Sinn? Ich will ja schon, dass er wirklich auch einen guten Flug hat. Ich habe jetzt übrigens seit einer Zeit keine Abo-Werbung mal gemacht. Deswegen seid nicht sauer, wenn ich ab morgen wieder damit anfange. Weil das hat natürlich Einfluss auf die Abos. Und deswegen, ich werde es bald wieder erwähnen. Mal kurz ab und zu. Wäre einfach dumm, das nicht zu erwähnen. Runde 40... Soll ich vielleicht Patrouille machen? Patrouille von... Oh, Runde 40 geschafft. Auch überhaupt nicht nervig, dass er jetzt dauernd hoch und runter fliegt. Das ist okay. Also überhaupt nicht nervig, Heli. Mach ruhig dein Ding. Flieg da ruhig auf und ab. Das ist okay. Der Bildschirm ist eh eine komplette Katastrophe. Auch dank des Mörsers. Noch nicht, aber gleich. Und das reicht jetzt, um ein bisschen weiterzukommen. Jupp. Aber der Freibeuteraffe hat schon 1600 Geld generiert. Geld zählt aber nicht mit. 2300 Schaden, ist gut dabei. Der Flieger 900 Schaden. 6000, 7600. Also, der Sniper hat Platz 1 gerade. Sniper hat fast 8000 Schaden gemacht und führt damit. Dicht gefolgt vom Heli, der fast 7000 Schaden gemacht hat, also 1000 Schaden weniger. Dann kommt der Mörseraffe, der 3000 Schaden gemacht hat. Dann kommt der Affenflieger, der 1000 Schaden gemacht hat. Dann. Ja, gut, die sind halt gleich auf. Der Freibeuteraffe. Und das Affen-U-Boot sind gleich auf, aber der Freibeuteraffe hat schon Geld generiert, deswegen würde ich denen so einen kleinen Bonus geben und sagen, dass der halt noch da drüber ist. Na gut, und fairerweise, auf Stufe 3 kann der nicht mal Schaden machen. Der kann ihn nur entdecken. Ja, komm, wir gehen mal auf Stufe 4 gleich. Okay, die Ballons kommen jetzt auch schon ein bisschen weiter, deswegen glaube ich gar nicht so schlecht, das als Zeitpunkt zu nutzen für ein paar Verbesserungen im Leben. Oh, sagte er und verbesserte die Bank für 85.000. Jupp, okay. Gut, Stufe 4. Ich habe mich verdrückt. Und wir wissen nicht mehr, wie viel Schaden er gemacht hat. Bin ich dumm? Warum habe ich ihn... Okay. Ich meine, ich bearbeite die Videos ja. Da müssen wir das Handelsschiff so ein bisschen außen vor betrachten. Und wir müssen das dann im Schnitt sehen, wer da am Ende... Ach, warum? Das ist der Fehler, wenn man einfach aus Versehen doppelt klickt. Weil ich dachte, ja, falsch weg. Ich denke aber, das war so bei 1500. Würde ich einfach schätzen. Er hat jetzt... Ist meine Schätzung, okay. Machen wir Stufe 4. Nicht doppelt klicken, ich Affe. Stufe 4. Und das da oben, Stufe 4. Er schießt dreimal so schnell, es macht es einfach unangenehm. Stufe 4. Platzierung bis jetzt. Scharfschütze führt. Dann der Mörseraffe. Dann der Heli. Ich mach mal die Route kleiner vom Heli, so. Die Fähigkeiten hau ich auch jetzt einfach raus. Sobald die Fähigkeiten am Start sind, boxen wir die raus. Die generieren jetzt alle auch noch mit Geld. Ich weiß nicht, wie wir das bewerten sollen, aber die generieren halt das Geld. Das müssen wir irgendwie mit einberechnen. Ich weiß nur noch nicht, wie. Aber das habe ich auf jeden Fall auf dem Schirm, dass es existiert. So, die werfen Kisten ab. Die okay, Ground Zero Bombe. Ich mache jetzt mal ganz zum Ende Permastacheln zur Absicherung. Und super dumm, was ich gerade gemacht habe. Das war so dumm. Mann. Aber ich denke, 1500 ist eine realistische Einschätzung, oder? Weil wenn wir mal gucken, der kommt jetzt ja zum Beispiel kaum ran an die Gegner. Der hat da vor ein paar Runden, wo er rangekommen ist, 1000... Ja, doch vielleicht 2000. Ich denke, wenn wir... Ich hoffe ja, dass er nicht den letzten Platz ausmacht. Weil wenn wir den letzten Platz ausmachen, dann kann ich erst nach dem Schnitt sehen, wer gewonnen hat. Sei nicht letzter, Freibeuteraffe. Bitte, streng dich an. Danke. Ich will nämlich keine Kontroverse haben. Ja gut, fairerweise, wenn der am Ende ganz deutlich letzter ist, ne? Also ganz, ganz deutlich letzter, ist es schon hilfreich. Weil dann kann man ja einfach sagen, ja, 3000 mehr hätte nicht verändert. Hätte nichts verändert, so das... Das wäre dann ja ein bisschen leichter. Also, vielleicht doch. Ich will, dass er letzter wird. Ich will, dass er ganz deutlich letzter wird. Das ist das Einzige, was ich möchte. Okay. Planänderung. Ja, gut, ich würde sagen, wir hauen Runde 70 dann alles krasse raus. Oder machen es jetzt schon. Come on, machen wir. Freibeuteraffen verbessern, Handelsimperium. Boom. So, Energizer. Boom. Der macht jetzt mehr Schaden. Und er hat jetzt noch die Fähigkeit, dass sich andere Fähigkeiten schneller aufladen. Wodurch ja im Grunde er profitiert. Und er profitiert auch davon. Wir können es halt nur nicht abstellen. Na gut,
alle Fähigkeiten profitieren davon, aber müssen wir mal gucken, wie das am Ende aussieht. Wir haben auch wieder so viele Fähigkeiten am Start. Ist auch wieder komplett geisteskrank. Wir machen das mal so und so. Ja, wie gesagt, damit keiner einen Vorteil hat, taktisch, haue ich die Fähigkeiten einfach raus, sobald die bereit sind. Sobald eine Fähigkeit am Start ist, haue ich die raus. Macht das taktisch Sinn? Weiß ich nicht. Ich hau die aber einfach raus. Wenn der Zeitpunkt da ist, dass die aufgeladen sind, ran da. Und dann gucken wir am Ende, wer der stärkste... Okay, meine Liste ist ja komplett kaputt dann. Ich habe die Schiffsaffen viel stärker eingeschätzt dann. Weil die machen ja echt den letzten Platz unter sich aus. Das ist... Na gut, macht in gewisser Form ja Sinn. Die anderen Affen haben ja alle, wenn man so will, globale Reichweite in gewisser Form. Und die sind halt die einzigen ohne globale Reichweite. Also, da hätte man auch drauf kommen können, dass die wahrscheinlich den letzten Platz unter sich ausmachen. Ich bin auch überrascht, wie gut die das hinkriegen. Weil die Affen sind hier eigentlich... Also, ich habe ja absichtlich die schlechteste Skillung gewählt. Und trotzdem zerstören die hier ja. Also, das ist auf jeden Fall eine nette Sache. Ich kann raushauen. Bam, bam. Bam. Ja, wir kriegen ein paar Probleme. Die kommen sehr weit, aber wir haben es gut gekriegt. Okay. Ah ja, Fähigkeit raushauen. Übrigens, wenn ich mich mal vertue bei den Affen, ist es gar nicht so schlimm. Weil ich meine, es geht ja darum, rauszufinden, wer Letzte ist. Und die Skillung da ist halt egal. Also wenn jetzt hier beim Heli der andere vielleicht schlechter ist, die untere Skillung, dann ist das halt so. Da habe ich jetzt ja nicht so viel Einfluss. Oh, Runde 98. Die schwerste Runde im gesamten Spiel. Ich sag's jedes Mal. Ist auch einfach so. Leute, die was anderes sagen, haben keine Ahnung vom Spiel. Ist so, ist so. Ohne Witz, ist so. Schwerer geht's nicht. Oh, ich mache schnelle Produktion. Boom. Kaputt. Also die Runde ist halt wirklich schwer. Das Ding ist halt nur, dass die Fähigkeit mit der Zarbombe halt so krass ist, dass halt einfach alles zerstört. So, jetzt mussten die Permastacheln eingreifen. Also da war jetzt das Limit erreicht, was möglich war. Und ich denke, hier wird auch wieder das Limit erreicht vom Schaden. Ich mache aber mal, damit er halt die besten Chancen hat, Maus verfolgen. Der geht kaputt, dann kommt die Bombe und dann müsste das schon gehen. So. Boom. Okay. Meine Facecam ist jetzt ein bisschen swell, aber es macht nichts. Hier habt ihr schon mal eine Runde gehabt, die so krass war, dass euer PC einfach alle USB-Ports rausgehauen hat. Also ohne Witz, mein Internet war weg, meine Tastatur war weg, meine Maus war weg, alles war weg. So krass war das Spiel damit überfordert, mit dem, was passiert ist. Die Permastacheln mussten eingreifen, für 5000 Schaden ungefähr. Gucken wir mal. Also, ersten Platz hat der Hubschrauberpilot gemacht mit fast 800.000 Schaden. Platz 2 war wahrscheinlich der Sniper mit 180.000 Schaden. Nee, Platz 2 der Mörseraffe mit 200.000 Schaden. Zum Teufel. Okay, rollen wir nochmal komplett zurück. Hubschrauber, 800.000 Schaden. Affenflieger, 600.000 Schaden. Mörser, 200.000 Schaden. Sniper, 180.000 Schaden. Also ich war ja komplett falsch. Ich war ja komplett falsch mit meinen Einschätzungen. Da war ich ja komplett daneben. Ha, gut. Und das Affen-U-Boot hat 50.000 Schaden gemacht. Und der Freibeuter-Affe 38.000 Schaden. Also auch wenn wir da 2.000 Schaden draufgerechnet hätten, oder vielleicht sogar 5.000 Schaden oder 6.000 Schaden draufgerechnet hätten, hätte er trotzdem verloren. Der Freibeuter-Affe mit der unteren Skillung ist der schwächste Militäraffe. Okay, haben wir das mal rausgefunden. Und dadurch zieht der Freibeuter-Affe ins Halbfinale. Hattet ihr den Freibeuter-Affen auf dem Schirm? Oder habt ihr mit einem anderen Affen gerechnet? Ich hatte nicht auf dem Schirm gehabt, tatsächlich. Aber gut, dann sehen wir uns dann. Bis zum nächsten Mal. Vielen Dank fürs Zusehen. Bis dahin und ciao.